Oi, queridos, bom dia e bem-vindos para o quarto episódio de 5 episódios para o curso de português para iniciantes. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Marco, und heute haben wir die 4. Episode von 5 Episoden, wo ich euch als Einsteiger Portugiesisch für den Urlaub in Brasilien beibringe. Dieser Portugiesischkurs ist für Brasilien-Interessierte, die im Urlaub das Mindeste an Phrasen und Sätzen in verschiedenen Urlaubssituationen lösen wollen. Und in 5 kostenlosen Episoden zeige ich euch, wie man Dinge im Restaurant bestellt, was man am Strand alles so machen kann, wie man Leute kennenlernt, wie man sich im Hotel und am Frühstücksbuffet verhält. Und noch vieles mehr. Am Ende des Videos erkläre ich euch auch noch, wie ihr ein kostenloses Wörterbuch zu diesen 5 Episoden bekommen könnt. Also es lohnt sich immer dran zu bleiben. In der heutigen Episode beschäftigen wir uns damit, dass ihr auf eigene Faust eine Stadt erkunden wollt und vielleicht auch mal nach dem Weg fragen möchtet, verschiedene Dinge auf dem Markt kaufen wollt und euch auch sonst zurechtfinden wollt in einer neuen Umgebung. Ich gehe auch darauf ein, wie ihr fragen könnt, wie ihr zu verschiedenen Highlights in Brasilien, kommt. Wenn ihr eine Handvoll Sätze auf Portugiesisch lernen wollt, mit denen ihr grundlegende Probleme lösen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. In mehreren Episoden zeige ich euch die wichtigsten Sätze, um Urlaubssituationen zu lösen. Natürlich ist es auch klar, dass in Brasilien sehr oft auch Englisch gesprochen wird, gerade im touristischen Dienstleistungsbereich. Aber es hilft natürlich immer auch ein paar Phrasen des jeweiligen Reiselandes zu kennen und die Leute freuen sich auch einfach, wenn man sich Mühe gibt und es macht den Einstieg in die neue Kultur einfach besser. Der Kurs ist auch für Portugiesisch-Einsteiger im Allgemeinen geeignet, weil ihr Lesen, Schreiben, Sprechen und Hören im gleichen Maße üben könnt und natürlich durch die Hausaufgaben auch noch vertiefen könnt. Zu jeder Episode findet ihr Hausaufgaben, die verschiedene Dinge des Lerninhaltes auch nochmal vertiefen und mit denen ihr dann üben könnt. Und ihr findet die Hausaufgaben hier unten im Infolink. Da werdet ihr übergeleitet auf das Video. Und unter dem Video ist ein kleiner Button und da steht Download Hausaufgabe. Und da könnt ihr euch eine Audio-File runterladen, wo ihr den Lernstoff nochmal hören könnt. Und eine PDF-Datei, die ihr für euch ausfüllen könnt, wo es Aufgaben drauf gibt. Und ihr könnt sie an mich zurücksenden auf marco@pitua.de auf die E-Mail. Und dann kann ich euch die Korrektur auch senden. Dazu aber später noch mehr. Und jetzt wollen wir erstmal anfangen mit unserem heutigen Thema. Ich habe die Episode Ein freier Tag in genannt, weil wir natürlich freie Tage immer mal wieder einbauen, weil unsere Kunden das meistens so wollen, dass sie am ersten kompletten Tag etwas von der Stadt sehen, ein paar Highlights mitnehmen können und dann am dritten, vierten Tag auf eigene Faust auch sehr viel unternehmen oder das eine oder andere noch über einen Tourenschalter dazu buchen wollen. Und deswegen lassen wir das erstmal so stehen. Wenn ihr jetzt im Hotel seid, an der Rezeption, wollt ihr vielleicht so etwas fragen wie: Was kann man heute machen? Was empfehlen Sie mir? Was muss ich noch unbedingt gesehen haben? Da kann man also sagen: O que você recomenda fazer hoje? Ja? Also recommend. Und fazer ist also machen und hoje, das dürfte eigentlich klar sein. Das haben wir schon sehr, sehr oft behandelt. Und bevor ihr jetzt also jemanden Fremdes ansprechen wollt, macht es sich immer gut, erstmal die Aufmerksamkeit überhaupt von dieser Person zu bekommen. Und wie macht man das? Das macht man genauso wie in Deutsch. Man sagt Entschuldigung und das heißt Disculpe. Disculpe, Senor o Senora. Also entschuldigen Sie, mein Herr, meine Frau. Und dann kann man weiter fragen: Können Sie mir helfen? O Senor, a Senora, pode me ajudar? Das Helfen bedeutet ajudar. Ajudar. O Senor, pode me ajudar? Dann geht es weiter. Você pode me ajudar? Você me pode ajudar? Ja, also wenn ich jemanden Gleichaltriges anspreche.
dann kann ich auch Você sagen. Für ältere Personen ist es meistens O Senhor, A Senhora. Und natürlich ist es auch an manchen Stellen immer wichtig, auf Englisch umzuschalten. Ja? Ihr seid Einsteiger, ihr wollt Portugiesisch lernen, da freue ich mich sehr drüber. Aber es kann natürlich im Urlaub trotzdem passieren, dass ihr auf Englisch umschalten wollt. Und dann fragt ihr also, Você fala inglês? Você fala inglês? Ja, inglês ist also Englisch. Und so kann man das einfach lösen. Oder man kann auch sagen, eu falo português. Eu falo português. Dann sagt man also, ja, ich verstehe das schon. Ja? Man kann Dinge sagen wie Rio é muito bonito. Ja? Rio ist sehr schön. Okay? O Salvador é muito bonito. São Paulo é muito bonito. Manaus é muito bonito. Brasília é muito bonito. O Recife, Fortaleza. Hunderte von Städten kann man da sagen. Und immer ist sehr schön, é muito bonito. Man kann auch vorher sich schon einen Plan machen und damit zur Rezeption gehen und sagen, wir wollen heute das und das machen, wir wollen heute dies und jenes tun. Und dann kann man immer sagen, queremos ir pra. Also wir wollen heute zum oder nach gehen. Ja? Dieses ir ist das Gehen. Ja? Queremos ir. Wir wollen oder quero, ich will. Quanto custa isso? Es kann natürlich sein, dass jemand sagt, naja, klar, hier zum Zuckerhut, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, da habe ich das und jenes. Und dann kann man fragen, quanto custa isso? Das kann man für alles nehmen. Ne? Im Souvenirladen am Strand haben wir das in der letzten Episode gemacht. Im Restaurant an sich, das kommt dann noch in der letzten Episode, kann man immer wieder fragen, ne? Was kostet das? É muito caro, es ist sehr teuer. Ne? Also zum Beispiel ein Transfer zum Sambódromo oder ein Transfer zum Maracanã. Und dann gibt es da einen Preis und dann sagt man, ja, das ist schon ziemlich teuer. Da kommen wir mit einem Uber, kommen wir besser. É muito caro. Oder man sagt, barato, billig. Ja? Wie gesagt, das ist jetzt schon so, sag mal, Souvenirläden. Dinge, die man vielleicht auch braucht, mal kleiner Supermarkt oder wie auch immer. Ne? Und man kann natürlich auch nach Orten fragen. Ja, also können Sie mir sagen, Pode me dizer, onde fica o hotel? Pode me dizer, onde fica o hotel? Ja? Hier Obacht geben. Das würde ich nicht zu oft fragen. Ich würde mir von jedem Hotel, das ich bewohne, eine kleine Visitenkarte geben lassen, dass ich auch nachts um 3, wenn ich aus dem Partyviertel Lapa in Rio mit 5 Caipirinhas im Kopf einfach noch nach Hause finde und dem Fahrer einfach diese Karte geben kann oder dem Taxifahrer oder dem Barmann, der mir dann ein Taxi ruft oder wie auch immer, ja. Verlasst euch da nicht zu sehr auf diese Wegbeschreibungen. Ja, ohnehin ist es ja so, es gibt Applikationen wie Maps.me, da könnt ihr euch die Karten vorher runterladen, könnt es auch im GPS-Offline-Betrieb machen. Ja? Es mag vielleicht gar nicht so nötig sein, dass ihr nach dem Weg fragt, aber falls ihr es doch machen müsst, ist es natürlich hier auch wichtig, das mal sagen zu können. Ja? Pode me dizer, können Sie mir sagen, onde fica o hotel? Man kann natürlich auch nur sagen, onde fica o hotel XY. Ne? Es ist immer eine Frage der Höflichkeit und wie viel man jetzt wirklich auch lernt oder gelernt hat. Okay? In der nächsten Situation seid ihr vielleicht auf einem kleinen Markt oder ihr seid sonst auf der Suche nach irgendwas, was man so kaufen kann. Und da kann man dann natürlich auch fragen, onde eu posso comprar? Also kaufen ist hier compra. Onde wieder wo, eu ich und posso ist also können. Onde eu posso comprar? Und dann kann man sagen, zum Beispiel eine Sonnenbrille oder man braucht noch Sonnenblocker. Das hatten wir in der letzten Episode. Verschiedene Dinge, die man jetzt vielleicht braucht. Vielleicht braucht man auch was aus der Apotheke. Ja, kann ja sein.
sagt man also bei Sonnenbrille Oculus Gesso. Also wenn man Flipflops braucht, ja, weil die kaputt gegangen sind, dann kann man sagen Chinelos. Oder ein Ticket für irgendwas. Ja, das hatten wir schon beim Corcovado in der zweiten Episode. Un billete. Un billete. Geht natürlich aber auch für Transportmittel. Eu não quero comprar nada. Es kann auch sein, dass einer ein bisschen aufdringlich ist, der irgendwas verkaufen will. Ja? Eu não quero comprar nada. Kann auch sehr nützlich sein. Obrigado. Eu não quero. Oh, obrigada. Eu não quero. Ich möchte nicht. Ja? Kann an manchen Stellen wichtig sein. Und jetzt frage ich nach verschiedenen Orten wieder und da kann ich auch fragen, onde fica? Ne? Also, me pode dizer onde fica? Das ist also die lange Version, aber wenn ich es jetzt kurz halten will, kann ich auch fragen, onde fica? Okay? Onde fica? Onde fica a praia? Der Strand. Ich finde den Strand nicht. Wo ist er? Okay? Oder der Eingang. Ja? Onde a entrada? Ja? Onde fica a entrada? Ja. Dann Banheiro. Natürlich, im Restaurant, im Hotel, wo immer man auch ist, mal muss man auf die Toilette. Und dann kann man immer fragen, Onde fica o banheiro? O banheiro. Oder man möchte ins nächste Kino. Vielleicht ist es ein Regentag und man weiß nicht so richtig, was man machen soll. Kino wäre, glaube ich, so das Letzte, was mir persönlich einfallen würde. Da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Aber ich habe es einfach mal reingenommen, weil man natürlich auch sagen kann, a entrada mais perto. Das ist also der nächste Eingang. Oder der Strand, der am nächsten ist. Ja? Onde fica a praia mais perto. Ne? Also man kann natürlich da das nach dem Baukastensystem immer wieder anpassen. Um Restaurante. Und ich fick um Restaurante. Ja, kann ja sein, dass man in einer kleineren Stadt unterwegs ist. Oder Shopping, Shoppingzentrum. Wäre jetzt auch keine Empfehlung von mir unbedingt, obwohl natürlich viele Brasilianer so diesen Shoppingtag am Sonntag haben oder am Samstag. Die Shoppingcenter sind mehr als Kaufoasen, sondern da gibt es was für die Kinder. Da gibt es was für die ganze Familie, da kann man Eis essen, da kann man eine Besorgung machen. Bällebad und Kino und Spielhalle und es gibt da die dollsten Dinge, auch Restaurants mittlerweile. Das ist wirklich eine, nicht so wie bei uns, wir gehen da rein, wir kaufen was und ne, machen da unseren Müßiggang und dann gehen wir schnell wieder raus, sondern das ist für manche Leute, gerade in der Stadt, ein Erlebnis. Deswegen ist es nicht ganz so abwegig, dass man das mal fragt. Aber eigentlich für uns Reisende ist das jetzt nicht wirklich wichtig. Also nur, dass ihr es mal gehört habt, Shoppingzentrum kann man immer sagen, um Shopping. Und irgendein Park. Es gibt hunderte von Parks, die sehenswert sind. Botanische Garten in Rio, der Ibirapuera in São Paulo. Schöner Park. Also O Parque, onde fica O Parque. Und dann kommen wir natürlich zu den absoluten Highlights in Brasilien. Da habe ich euch mal auch ein paar Bilder mit eingebaut, sozusagen. Und da kann man natürlich immer auch, wenn man jetzt schon in der Nähe dieses Highlights ist, kann man natürlich auch genauer fragen. Ja? Manches kann man zu Fuß bewältigen, wie vielleicht das Museum of Modern Art in São Paulo oder. Man wohnt relativ dicht an der brasilianischen Seite der Iguaçu-Fälle, ja, was ihr jetzt auf dem Bild seht, oder Teatro Amazonas. Also fast alle unsere Reisenden, die in Manaus unterkommen, sind im historischen Zentrum in irgendwelchen Hotels. Und da ist es natürlich nur ein Steinwurf entfernt, dieses Teatro Amazonas. Ne? Da kann man dann kurz mal zu Fuß auch hin. Und für all diese Dinge kann man immer anfangen mit. Como vou até? Ja? Como vou até? Wie komme ich zum Zur? Ja? Como vou até? As cataratas do lado brasileiro. As cataratas do Brasil, kann man auch sagen. Ja, dann ist es auch klar. Das sind also die Wasserfälle, die Iguaçu-Wasserfälle auf der
brasilianischen Seite. Das ist das erste Bild. Den hier, den kennt ihr schon. Das ist der Corcovado. Como voate ao Cristo redentor? Das ist also die Christusstatue. Und die meisten Leute machen das im Transfer, dann muss man das nicht fragen. Das nächste Bild, ich empfehle euch, in verschiedene Märkte zu gehen. Märkte sind immer ganz bunte Tummelplätze, auch für ambitionierte Fotografen. Da gibt es immer irgendwas zu fotografieren, viele schöne Motive. Wenn ihr das mit einem Guide macht, der hat vielleicht persönliche Geschichten zu erzählen. Wir haben da einen in Salvador, der macht das sehr, sehr gut. Der geht zum Mercado São Joaquim. Und da sieht man natürlich, da hat man einen ganz anderen Eindruck von den Leuten, die Locals, die kaufen da ein mit verschiedenen Tüten und so weiter und feilschen mit den Produzenten. Und dann kann man natürlich auch in Garküchen gleich gehen, die in der Nähe des Marktes sind und dort Mittagessen und hier noch eine Frucht kosten und da noch was Besonderes. Also da kann man natürlich auch meines Erachtens sehr, sehr schöne Souvenirs finden. Ne? Irgendwas, was sich vielleicht ein bisschen hält oder so. Ein schönes Öl oder wie auch immer. Auf dem Markt, das ist immer Leben. Das fasziniert mich selber immer sehr schön oder sehr, sehr, sehr viel. Und das empfehle ich natürlich. Und da solltet ihr auf jeden Fall auch mal Ausschau halten, wo es jetzt also einen Markt gibt. Und Markt heißt dann immer Mercado. Ja? Como vo até o Mercado? In diesem Fall habe ich jetzt Vero Peso gesagt. Das ist der Markt in Belém, der auch sehr, sehr berühmt ist. Also wenn ihr in Belém seid, so weit im Norden, dann solltet ihr auch auf jeden Fall da hingehen. Und dann schauen wir mal das nächste Bild. Ja, das ist das Museum of Modern Art, das MASP in São Paulo, ao Museu de Arte. Museu de Arte. Okay, das ist also das Kunstmuseum. Als nächstes haben wir hier die Kirche, das dürfte. Genau, das ist die Igreja São Francisco in Salvador. Die meisten Leute, die zu uns kommen, wohnen auch irgendwo im historischen Zentrum in Salvador, gar nicht so weit weg von dieser Kirche. Deswegen, das ist wahrscheinlich fußläufig erreichbar. Dann kann man das also wieder fragen. Como voate a Igreja São Francisco? Das ist auch wirklich ein Erlebnis, selbst für Leute, die nicht religiös sind. Das muss man gesehen haben. Etwas, was natürlich sehr wichtig ist für Brasilien, ist der Karneval. Das gibt es an verschiedenen Standorten wie São Paulo, Recife, Salvador und vor allen Dingen in Rio. Und da, wenn man den richtig erleben will, sollte man in Sambódromo gehen. Und das seht ihr hier auf dem Bild. Und ja, das kann man jetzt eigentlich fußläufig nicht wirklich erreichen, sollte man auch im Transfer machen. Aber ich habe es mal mit reingenommen, einfach um eine schöne Liste an Highlights zu haben. Como voate ao Sambódromo? Como voate ao Sambódromo? Man kann hier natürlich auch immer nach dem Stadtzentrum fragen, in verschiedenen Orten, verschiedenen Städten und das heißt dann immer Centro da Cidade. Hier seht ihr Pelourinho, das ist das historische Stadtzentrum von Salvador. Bleibt dann einfach so, ne? Como voate Pelourinho? Das ist ein Viertel. Da sind dann meistens unsere Hotels auch da und ihr seid dort untergebracht meistens. Das ist der Zuckerhut. Da werdet ihr wahrscheinlich wieder im Transfer hin. Kann man aber auch zu Fuß oder kann man durchaus auch mit einem Uber machen. Und dann kann man fragen, Como voate o Pão de Açúcar? Pão de Açúcar, also das Zuckerbrot. Nicht Hut. Nicht Zuckerhut, sondern Pão de Açúcar. Okay, das ist eine Besonderheit. Hier seht ihr die Escada Celeron von dem chilenischen Künstler und das ist natürlich auch ein Punkt, den man sehen möchte in Rio und da könnt ihr zum Beispiel von allen Bundesländern Deutschlands könnt ihr auch einzelne Fliesen beobachten und ganz verschiedene Hinweise auf verschiedene Orte. Das ist immer sehr, sehr interessant, wenn man da einmal von unten nach oben läuft und dann auch mal immer Pause macht, ein paar Fotos macht und so weiter. Und was Treppe heißt, haben wir schon gelernt.
Escada. Escada Celeron. Ja? Und das nächste ist die Copacabana. Onde fica Copacabana? Onde? Ne? So, das ist natürlich auch wieder ein Viertel, das kann man eigentlich nicht verfehlen. Ist natürlich aber ein Highlight, was man hier haben muss. Und hier ist jetzt, hier haben wir es jetzt auch geschrieben, Escadería Celeron. Das ist das Teatro Amazonas. Wie ich schon sagte, ihr seid im historischen Zentrum Manaus untergebracht und könnt dann zu Fuß dahin laufen. Dann sagt man also O Teatro Amazonas. Als nächstes nochmal die Empfehlung: geht ins Restaurant Fogo de Chão in Botafogo in Rio. Und nach Restaurants kann man natürlich im Allgemeinen auch fragen. Und zwar: Onde, wo, como voa de o restaurante Fogo de Chão? Im nächsten Abschnitt möchte ich euch ein bisschen über Wegbeschreibungen beibringen. Das ist, wie gesagt, ein Thema, was man vielleicht auch mit dem Smartphone heutzutage lösen kann. Ich möchte euch aber noch etwas empfehlen. Und zwar versucht euch die Routen festzulegen, bevor ihr aus dem Hotel rausgeht oder bevor ihr aus irgendeinem öffentlichen geschlossenen Raum rausgeht. Denn wenn ihr zu lange an irgendeiner Ecke in São Paulo oder in Rio steht und guckt da auf euer Handy und so weiter, dann achtet ihr nicht, was auf euch herum passiert. Und ich will jetzt keine Angst machen, aber das gibt natürlich für den einen oder anderen auch eine Gelegenheit. Ja? Also versucht das so wenig wie möglich zu benutzen. Ihr müsst natürlich immer mal gucken. Es gibt auch Leute, die telefonieren da den ganzen Tag und laufen. Da passiert auch einfach nichts. Normalerweise, ne? Aber versucht euch diese Route vorher festzulegen. Und falls ihr doch mal fragen wollt, habe ich euch hier so ein bisschen ein Werkzeug zusammengestellt. Ja? Ihr habt jetzt also gefragt, wohin oder wie ihr zu verschiedenen Orten kommt. Nehmen wir einfach das Museum moderner Kunst in São Paulo. Ja, das Bild passt auch dazu, das ist ein Ausschnitt von São Paulo und ihr seht, man kann sich auch mal irgendwie verlaufen oder so. Und dann wäre es gut, wenn man das mal ein bisschen fragen könnte. Ja? Euer Gegenüber, wenn ihr diese Frage gestellt habt, wie komme ich denn zu irgendwas, zu einem Ort, der wird sowas sagen wie, Isso é super fácil. Oder er wird sagen, ist ja ein poco difícil. Also einfach oder schwierig, ja? Facio und difícil. Okay? Und ich würde euch sowieso empfehlen, wenn ihr längere Strecken machen wollt, nehmt dafür ein Taxi, nehmt dafür ein Uber-Transfer. Ne? Und dann gibt es hier verschiedene Phrasen, die ich jetzt mal zusammengestellt habe, wie man oder was der Gegenüber vielleicht so im Ungefähren sagen könnte. Ja? Zum Beispiel, denke hier, como metro schieß. Ja, dann muss man dann verstehen, welcher Buchstaben oder welche Zahl das ist, die auf so einer U-Bahn steht oder mit einem Bus oder Zug oder wie auch immer. Ja? Also da müssen Sie mit der U-Bahn irgendwas fahren. Ja? Bis zur Station. Até a estação. Bis zur Station, wie auch immer das heißt. Es sair lá, also sair heißt aussteigen in diesem Fall. Wir haben das kennengelernt mit ausgehen, in ein Restaurant, in eine Bar ausgehen. Ja? Dann haben wir verschiedene Transportmittel, natürlich Omnibus, der Bus. Und hier möchte ich euch nochmal zeigen, wie man also fragen kann nach einem Ticket. Ja? Onde eu posso comprar bilhete? Ja? Wo bekomme ich hier einen Fahrschein? Onde eu posso comprar bilhete? Onde eu posso comprar bilhete? Okay? Es kann auch sein, dass ihr euch komplett verlaufen habt und dass die sagen, você tem que voltar. Ihr müsst zurück. Und spätestens in diesem Moment würde ich dann sagen, stopp mal, jetzt müssen wir uns ein Fahrzeug besorgen, ein Uber oder wie auch immer. Und wenn man auf dem richtigen Weg ist, dann müsste man auch verstehen können, was links bedeutet oder rechts. Depois a esquerda, ne? Also dann nach links und dann links.
Depois virar à direita. Man soll also rechts abbiegen. Okay. Und obrigado pela informação. Ja, man fragt und bedankt sich dann für die Information. Obrigado pela informação. Informação. Ja. Dann kann man auch sagen, ja, eu gosto de andar, ich mag laufen. Es gibt durchaus Leute, die auch ein bisschen zu Fuß was machen wollen. Tagsüber ist das in den gängigen Gebieten kein Problem. Und es kann natürlich jetzt auch mal dazu kommen, dass man sein Ziel erreicht hat, dass man vielleicht auf bei irgendeinem Highlight ist und dass einen jemand anspricht. Könnt ihr zum Beispiel ein Foto machen? Ne? Das kann durchaus mal passieren. Você pode tirar uma foto de mim? Ne? Kannst du ein Bild von uns machen oder von mir machen? Ne? Das sind so Dinge, die sicherlich auch mal passieren könnten oder die ihr auch fragen könnt, ja. Was ihr da immer forte Jimmy, dann immer die Leute vorher ein bisschen beobachten, wenn das so ein brasilianisches Pärchen ist, erste Mal in Salvador und die sind vielleicht an dem Fahrstuhl La Celda oder die sind in der Kirche Igreja São Francisco und die machen selber so Fotos und so weiter und turteln so ein bisschen rum, dann sind die schon vertrauenswürdig, dann kann man die auch mal fragen, ob die ein Foto machen. Ja, das ist dann immer so ein bisschen Menschenkenntnis. Wer jetzt zu zweit oder zu dritt kommt, der schafft das, sagen wir auch so mit einem Selfie, schafft er das. Ja? Okay. Dann kann es natürlich weitergehen. Es kann natürlich eine größere Konversation daraus entstehen über diese Situation. Da kann man sowas sagen wie, você é muito simpático. Das kann man auch am Strand sagen, wenn man Leute kennenlernt oder überhaupt, wenn man Leute kennenlernen will. Ne? Você é muito simpático, você é muito simpática. Ja? Kann man gerne sagen. Quero lhe agradecer. Das ist so eine. Also, ich möchte Ihnen danken. Ja, also das ist eine Höflichkeitsform. Ja? Und wenn man sagt, quero te agradecer, dann ist das schon eher so auf einem Augenhöhe-Level. Dann ist das informell. Ja? Und dann sagt man, wenn man das Foto gemacht hat, kann man obrigado sagen. Und der Gegenüber würde sagen, de nada, ne? Also bitteschön, kein Problem. De nada, sem problemas, kein Problem. Ne? Und gut, das ist vielleicht ein bisschen direkt. Ja? Viele würden das nicht so fragen. Ich habe das schon selber erlebt. Qual o seu número? Vamos sair hoje, hoje à noite. Wir gehen heute aus, ne? Lass uns doch ausgehen. Bist mir sehr sympathisch, so warum denn nicht? Qual o seu número? Ja, also was ist deine Handynummer? Wie ist deine Handynummer? Ja? Kann ja passieren. Kann auch passieren, dass man mit dem Guide Kontakt halten möchte oder wie auch immer, wie man also in Brasilien begegnet. Vou te escrever. Ich werde dir schreiben. Ja? Schreiben ist escrever. Und das kennen wir schon aus verschiedenen Episoden. Muito prazer. Freut mich. Ja? Muito prazer. Freut mich. Und jetzt, liebe Freunde, seid ihr wieder dran. Ich gebe euch für jede Phrase immer wieder ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Und wir behandeln jetzt den ganzen Stoff nochmal. Ich werde nochmal alles wiederholen. Und ihr müsst im Prinzip die Lücken ausfüllen, die ich euch hier gelassen habe. Also, los geht's. In der ersten Situation wollten wir uns darum kümmern, was wir denn heute alles so machen können. Und da habe ich jetzt als erste Frage für euch, was empfehlen Sie für heute? Was empfehlen Sie für heute? Wie muss man es sagen? O que você recomenda fazer hoje? O que você recomenda fazer hoje? Man sagt vielleicht Entschuldigung. Wie sagt man es? Desculpe. Desculpe. Dann möchte man wissen, ob jemand einem helfen kann. Können Sie mir helfen? Wie sagt man es?
Você me pode ajudar? O senhor, a senhora me pode ajudar? Auch das kann man sagen. Oder kannst du mir helfen? Você pode me ajudar? Dann möchte man vielleicht fragen, ob jemand Englisch spricht. Das kann immer mal nötig sein. Dann sagt man, Você fala inglês? Você fala inglês? Oder wie sagt man, dass man Portugiesisch spricht? Wie könnte das funktionieren? Ganz genau. Eu falo Portugies. Eu falo Portugies. Wir wollen sagen, dass Rio sehr schön ist, oder Salvador, oder Manaus, oder São Paulo. Was können wir sagen? Rio é muito bonito. Rio é muito bonito. Jetzt kann ich fragen, oder wir können eher sagen, dass wir zu einem bestimmten Ort wollen. Wie kann man das sagen? Queremos ir para. Und dann sagt man den Ort und man kann natürlich auch fragen, wie viel kostet das? Das haben wir schon in anderen Episoden. Wie heißt es? Quanto custa isso? Quanto custa isso? Dann kann man auch sagen, wenn man etwas kaufen möchte, das ist zu teuer. Wie sagt man es? È molto caro. Oder wenn man sagt, das ist billig. È barato. È barato. Ja? Und dann das letzte auf dieser Seite. Können Sie mir sagen, wo das Hotel XY ist? Wie sagt man es? Ja, onde fica o hotel? Okay. Das ist in Ordnung. Das ist eine gute Variante. Aber me pode dizer wäre noch höflicher. Ja? Pode me dizer onde fica o hotel? Und dann seid ihr vielleicht auf einem Markt oder ihr sucht etwas Bestimmtes, was ihr kaufen wollt, dann kann man also so fragen, wo kann ich XY kaufen? Wie sagt man es? Ganz genau. Onde eu posso comprar? Und jetzt gibt es verschiedene Dinge, die man kaufen kann, zum Beispiel eine Sonnenbrille. Was heißt das? Das heißt Oculus Gesso. Dann möchte man vielleicht Flipflops kaufen. Wie heißt es? Das heißt Chinelos. Ja, Chinelos. Man möchte ein Ticket kaufen. Das hatten wir schon öfter. Bilhete. Bilhete. Okay? Dann geht es weiter. Es kann natürlich auch sein, dass man von jemandem mal so ein bisschen belästigt wird. Dann sagt man, ich möchte nichts kaufen. Não quero comprar. Eu não quero comprar nada. Und wie sagt man, danke, ich möchte nicht? Ist sehr ähnlich. Danke, ich möchte nicht. Obrigado, eu não quero. Obrigado, eu não quero. Dann kann man nochmal detaillierter fragen, wo ist etwas? Wie sagt man es? Wo ist onde fica? Onde fica? Der Strand, wie hieß es? Wir hatten das mit A, é muito bonita. Das war Episode 3 am Strand.
Praia. Genau. Onde fica a praia? Onde fica a entrada? Onde fica o a de toilette? Banheiro. Ja? Banheiro. Onde fica um banheiro? Das nächste Kino. Onde fica o cinema mais perto? Perto ist nah und mais perto das nächste. Okay? Also o cinema mais perto. Ne? Ein Restaurant. Onde fica o restaurante? Restaurante. Ja? Shoppingzentrum, nur dass ihr es mal gehört habt. O shopping. Onde fica um shopping? Ja. Oder ein Park. Onde fica o? O parque. Richtig. O parque. Onde fica o parque? Jetzt kann man auch fragen, wie komme ich zum Tour? Und dann habe ich das so ein bisschen verbunden mit den wichtigsten Highlights in Brasilien. Ne? Keine Garantie auf Vollständigkeit, einfach nur eine kleine Inspiration. Wie komme ich zum Tour? Wie ist immer como? Como vou até? Como vou até? Die Wasserfälle auf der brasilianischen Seite, wie kann man das sagen? Wasserfälle, was war das? As cataratas ao lado brasileiro. Oder as cataratas do Brasil. Perfeito. Como vou até as cataratas do lado brasileiro? Was haben wir noch? Wir haben den Cristo. Cristo Redentor. Wir haben des Weiteren ein Markt. Wie sagt man Markt in Portugiesisch? Man sagt Mercado. Ja? Como vou até ao Mercado ver o preço? Ja? Da haben wir es. Und als nächstes wollen wir zum Museum. Wie sagt man Museum? Fast das gleiche, nur das M am Ende lässt man weg. Museo. Ja? Museo de Arte, Moderna, MASP. Ja? Genau. MASP ist eigentlich ein Name, den man verwenden darf. Das ist die Kirche, die ich euch empfohlen habe. Wo ist sie? Sie ist in Salvador. Und wie kommt man jetzt dahin? Die Kirche, was bedeutet das? Kirchen gibt es wie Sand am Meer, wollte ich gerade sagen. Kirche heißt Igreja. Igreja. Ja? Como vou até a Igreja São Francisco? Das ist die Kirche, die ihr hier seht. Karneval, Riesending, habe ich gesagt. Sambódromo. Wie komme ich zum Sambódromo? Gleiche Sache, como vou até o Sambódromo. Nächste Sache ist das Stadtzentrum. Zentrum, Centro. Und Stadt heißt Cidade. Como vou até o centro da cidade? Como vou até o centro da cidade? Hier haben wir jetzt Salvador, das ist das historische Viertel von Salvador. Und wie nennt man es? Man nennt es Pelourinho. Und das ist das gleiche Wort. Ja? Como vou até ao Pelourinho? Mhm. Als nächstes haben wir den Zuckerhut, den habt ihr vielleicht dann schon gesehen. Wie nennt man das auf Portugiesisch, den Zuckerhut? Diesen, exakt diesen Zuckerhut. Es gibt mehrere. Pão. Das ist ein Brot, ein Zuckerbrot. Das wollte ich noch dazu sagen. Pão de açúcar. Ja? Pão de açúcar. Als nächstes haben wir die Treppe Celarón.
Und das steht eigentlich schon da. Das ist die Escadrille Celeron. Also, como voa tea Escadrille Celeron. Dann kommt noch das Viertel Copacabana. Como voa Copacabana. Ja, gut. Kann man fragen, wird man nicht verfehlen, glaube ich. Hier haben wir jetzt die Treppe, ja, genau. Hier haben wir das Teatro Amazonas, kann man auch zu Fuß erreichen. Teatro Amazonas ist auch das gleiche, ja. Como voa Teatro Amazonas. Wir geben natürlich darauf Acht, dass wir sehr, sehr viele von diesen Highlights immer auch in der Landessprache schon benennen, auch in den Programmbeschreibungen, damit wir hier gar nicht irgendwelche eingedeutschten Dinge sagen oder den Leuten an die Hand geben, die sie sich dann vielleicht einprägen, sondern wir nehmen einfach, soweit es geht, die Begriffe, die man auch in Brasilien dann benutzt. Ja? Das macht es euch dann ein bisschen einfacher. Und als letztes wieder meine Empfehlung, das Restaurante Fogo de Chão. Schlüsselwort hier, Restaurante. Restaurante. Ja? Restaurante Fogo de Chão. In der nächsten Situation führe ich das Ganze weiter, was wir jetzt schon erfragt haben. Also wie komme ich zu irgendeinem Ort? Und jetzt geht es mal so richtig in die Wegbeschreibung. Und eine Sache, die man auf jeden Fall sagen kann oder hören könnte, ist, dass es sehr einfach. Wie sagt man das nochmal? Genau, einfach, fácil, ist ja muito fácil. Ja, ist ja super fácil. Oder wenn etwas schwierig ist und etwas schwer ist, kann man immer gebrauchen. Einfach schwer, solche einfachen Adjektive. Wie sagen die Leute das? Sie sagen difícil. Das kennt ihr vielleicht auch aus anderen romanischen Sprachen. Isso é um pouco difícil. Ja? Ein bisschen schwierig. Sie müssen mit der U-Bahn fahren. Wie habe ich euch das beigebracht? Was kann man sagen? Sehr gut. Denke, como metro XY. Da muss man dann eben den Namen, die Farbe oder die Zahl verstehen, ja? Und bis zu Station XY und dort aussteigen. Wie kann man das sagen? Bei Aussteigen habe ich gesagt, das ist auch ausgehen, wenn man sich schick macht für den Abend und dann ausgeht. Bis zur Station XY und dort aussteigen. Até a estação e sair lá. E sair lá. Okay? Also dort aussteigen. Dann fahren wir vielleicht auch mit dem Bus. Wie nennen die Brasilianer das? Ja, ist halt ein Omnibus. Omnibus. Okay, das habe ich hier jetzt vergessen umzubauen. Okay. Wie bekomme ich hier einen Fahrschein? Also, onde posso comprar um bilhete, ne? Comprar bilhete. Kaufen, Billette, Ticket, das haben wir schon sehr oft benannt. Sie müssen zurückgehen. Oh, schwierig. Zurückgehen. Wie sagt man es? Tem que voltar. Você tem que voltar. Und nach links. Was bedeutet nach links? Das ist Esquerda. Ja, wieder para esquerda oder depois. Depois ist dann. Ja, depois a esquerda. Und dann rechts abbiegen. Vira para rechts. Direita. Ja, vira para direita. Und ihr wollt euch für die Auskunft bedanken, egal welche Informationen ihr bekommen habt. Und ihr sagt,
Obrigado. Obrigado pela informação. Ich hätte hier vielleicht schreiben müssen, danke für die Information, dann wäre man schneller drauf gekommen. Gut, ich mag laufen. Ne, ist ja Geschmackssache, kann man natürlich sagen. Wie sagt man es? Ich mag laufen. Jo. Eu gosto de andar. Eu gosto de andar. Dann geht es weiter mit der Situation, dass man an einer Attraktion jetzt angekommen ist und man möchte vielleicht ein Foto machen und man sieht andere Leute, die Foto machen und irgendeiner kommt dann zu einem rüber und sagt, ey, kannst du nicht auch mal ein Foto von mir machen? Oder ihr wollt fragen, ob jemand ein Foto macht. Wie sagt man es? Foto ist klar. Gut. Você pode tirar uma foto de mim? Ja? Você pode tirar uma foto? Mindestens müsst ihr sagen, das Handy oder die Kamera hin gestikulieren und sagen, tirar uma foto? Dann geht es auch. Ja? Also tirar ist also aufnehmen. Das Foto aufnehmen. Ja? Und ich finde sie sehr sympathisch. Wie kann man das sagen? Ich finde sie sehr sympathisch. Você é muito simpático. Você é muito simpático. Ich möchte Ihnen danken. Wie kann man das sagen? Wir haben gerade gesagt, obrigado pela informação. Agora, ich möchte Ihnen danken. Quero te agradecer. Oh, quero lhe agradecer. Ja, ich möchte Ihnen danken. Bitte schön, kein Problem. Immer wieder gerne. Heißt, haben wir auch schon öfter gehört, de nada. De nada. Und wie ist deine Handynummer? Wie kann man es erfragen? Hatten wir am Strand auch schon. Como é o seu número? Oder qual é o seu número? Okay. Ich werde dir schreiben. Schreiben zeige ich mit zwei Daumen. Ich werde dir schreiben. Vou te escrever. Vou te escrever. Und sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Das hatten wir schon in der ersten Episode und auch in der zweiten. Muito prazer. Muito prazer. Ja? Wunderbar. Das war's für heute mit dem Lernstoff. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß. Und falls ihr weiter Portugiesisch lernen wollt, habt ihr hier bei YouTube das nächste Video, die fünfte und erstmal letzte Episode dieses kostenlosen Einsteiger-Videokurses. Und ihr findet das natürlich auch nochmal hier unter pitua.de. Da findet ihr auch nochmal das nächste Video und auch die Hausaufgaben zum Download. Ich habe auch eine Kooperation mit einer Portugiesisch-Lehrerin, die aus Brasilien kommt, und ich möchte sie auf diesem Wege ein bisschen unterstützen. Falls ihr also professionell weiterhin Portugiesisch lernen wollt, nachdem ihr alle Episoden geschaut habt und die Hausaufgaben sehr schön gemacht habt, dann sagt mir einfach Bescheid. Ihr könnt hier in der Infobox auch unter dem Link eine Schnupperstunde mit ihr buchen. Und dann bringen wir euch zusammen und dann könnt ihr mit ihr dann weiterarbeiten. Wie könnt ihr jetzt also das Wörterbuch für diese fünf Video-Episoden bekommen? Das ist ganz, ganz einfach. Ihr geht einfach auf diesen Link zur Schnupperstunde, bucht eine Schnupperstunde mit der brasilianischen Portugiesischlehrerin. Und diese Stunde ist ja kostenlos, ihr geht keine Verpflichtungen ein. Und nachdem ihr diese absolviert habt, sende ich euch dieses Wörterbuch in digitaler Form als PDF zu. Und das ist ein schönes Mitbringsel, was ihr in Brasilien oder auch in Portugal super benutzen könnt. Ihr habt es auf dem Handy und ihr könnt über die Suchfunktion auch verschiedene Stichpunkte suchen.
Vergesst auch nicht, die Hausaufgaben zu machen, die zu diesem Video gehört. Ihr müsst in die Infobox gehen und auf den Link klicken, der dann auf genau diese Videoepisode, die ihr jetzt schaut, verlinkt. Und unter diesem Video habt ihr dann den Button, da steht dann Download Hausaufgaben und da könnt ihr die Hausaufgaben downloaden. Wie gesagt, das ist eine PDF-Datei, wo ihr Dinge ausfüllen könnt, wo die Aufgaben beschrieben sind und es gehört eine Audiodatei dazu, die ihr auch runterladen könnt. Wie würde es dann weitergehen? Ihr würdet dann die Hausaufgaben erstmal lösen und dann könnt ihr mir die Hausaufgaben an meine E-Mail marco@pitua.de senden. Betreffzeile Portugiesischkurs und dann sind wir hier schon mal in Kontakt. Wir können uns austauschen. Ich kann euch auch die Korrektur dann senden. Das würde ich auf jeden Fall gerne machen. Und dann könnt ihr im Prinzip dann weitermachen mit der fünften Episode. Das war's für heute. Ich hoffe, dass ihr sehr viel Spaß hattet. So viel Spaß, wie ich auch beim Produzieren dieses Video hatte. Und ja, até a próxima vez. Y muito obrigado e tchau.